Ich bin 1982 nach Tübingen gekommen. It was in 1982 that I came to Tübingen. Und ich war begeistert von dieser schönen Stadt. And I just love this pretty little city. So ist eine typische deutsche Stadt mit Fachwerkhäusern und einem hübschen Fluss, der dadurch fließt. And it's a typical little German medieval town with the old houses, a little river running through. Und ich kannte die Geschichte der Stadt nicht. And I had no idea about the city's history. Die Stadt ist eine ehemalige Nazi-Stadt. And the city is a former Nazi city. Und diese Geschichte geht noch weiter zurück. But the history even goes back further than that. So in der 1400-jährigen Geschichte gab es nur 140 Jahre jüdisches Leben. In all of the 1400 years of the city's history, there's only ever been a period of 150 years that Jewish life was welcome in the city. Und als die Universität gegründet worden ist, and on occasion of founding the university, wurden Juden für 400 Jahre vertrieben. The Jews were driven out of the entire area for the next 400 years. So, das heißt, also die ganze Geschichte hat einfach eine antisemitische Geschichte. So all of the city's history is a very anti-Semitic history. Und deswegen war es auch kein Wunder, dass 1933 die Stadt schon, die Universität schon für judenfrei erklärt wurde. And so it was no surprise that even as early as 1933 the university was declared free of Jews. So, da wurde das erste Rassenhygieneinstitut gegründet. And they started the first institute for racial hygiene. Und Mediziner und Juristen und Intellektuelle wurden als Nazis ausgebildet. And people from the medical profession, doctors, lawyers, they were all trained within the Nazi ideology. Und man sagt, dass 300 der SS-Exekutoren, die hauptverantwortlich waren für den Massenmord an Juden in Tübingen, ausgebildet wurden. And they say that 300 of the main SS perpetrators, they call them executioners of the Holocaust, who themselves were responsible for the deaths for 700,000 Jews alone, that they were trained in Tübingen. Man kann sich vorstellen, dass als wir nach Tübingen kamen, dass da eine Decke der Finsternis über der Stadt lag. And so you can imagine the thick veil of darkness that covered Tübingen by the time we got there. Als wir nach Tübingen kamen, da wurde ein Kriegsverbrecher offiziell geehrt und eine Plakette war noch an der Kirche angebracht. So when we got to Tübingen, there was still an official plaque of honoring a convicted war criminal and it was on public display at the church wall. An dem medizinischen Institut, da gab es noch Versuche, die aus den KZs stattgefunden haben, die jetzt in Reagenzgläschen, Glasgläsern herumstanden. And at the medical faculty, they still had exhibits in their little jars, results from the medical experiments done on people, prisoners in the camps. Und erst in den 80er, 90er Jahren fing die Stadt langsam an, ihre Geschichte aufzuarbeiten. And it was only in the 80s and 90s that the city slowly started working through its own past. In der Reichskristallnacht, da brannte eine Synagoge, aber über 30 Jahre war die Stadt nicht bereit, es aufzuarbeiten. During Kristallnacht, the synagogue was burnt down in the city, but for 30 years, the city had been completely unwilling to do anything. So, jetzt kamen wir in diese Stadt und wir beteten für die Stadt. Wir wollten Reich Gottes bauen. Wir wollten Gemeinde gründen. Aber es war so, als ob wir gegen Mauern gestoßen sind. Aber diese Mauern, die sind eben sichtbar, indem Menschen gleichgültig sind. Und diese Mauern werden immer sichtbar in der Natural. By people just being indifferent. Und gleichzeitig erlebten wir, wie in der Presse über uns geschrieben wurde. And at the same time, we saw the press writing really bad stuff. Wenn wir evangelisierten, when we evangelized, dann haben die Menschen über uns Wasser ausgegossen, uns mit Tomaten beworfen. People started pouring out buckets of water over us. They threw tomatoes. Wenn wir hatten einen Shop im Laden, der wurde mit Exkremente beschmiert. We had a little coffee shop, and that the windows were smeared with excrements. So, das heißt, die Stadt, die war mit Finsternis bedeckt. So the city was literally covered in darkness. Und wir waren wirklich verzweifelt. And we had reached a point of desperation. Und wir sagten, Herr, wie sollen wir noch beten? We said, Lord, what else can we pray? Wir haben 40 Tage gebetet. And we prayed 40 days in a row. Wir sind um die Stadt rumgelaufen und haben gebetet. We were walking around the city and praying. Wir haben alles gemacht, was man gelernt hat. We did everything we knew how. Und aber alles hat noch nicht gereicht. But all of these things, they were just. Und dann hatten wir eine Fastengebetszeit für 40 Tage. But then we had one time of prayer and fasting for 40 days. Und wir sahen, wie der Herr uns gebraucht in anderen Nationen. And before that we had seen the Lord use us in other nations. Und sagten, Herr, was können wir machen, um diese Decke hier zu zerbrechen? And then we said, Lord, what can we do to break this veil over us here? Und in dieser 40 Tage Fasten und Gebetszeit. And during that period of prayer and fasting, 40 days. Da sagte der Heilige Geist, er kam und er sagte eine Sache. The Holy Spirit came and he just
just said one thing. Und das hat meinen ganzen Dienst verändert. And that changed my entire ministry. Und er sagte, das Schweigen eurer Väter ist in euch. He said, the silence of your fathers still is within you. Und er sagte, Herr, was meinst du damit? And we said, Lord, what do you mean? Der Herr sagte, tut nicht nur Buße über eure Väter. He said, stop repenting for the sins of your fathers. Das ist Schuld in euch selbst. There is guilt within you. Er sagte, Herr, was ist das für ein Schweigen? And we said, Lord, what kind of silence is this? Und er sagte, das ist das Schweigen zu euren jüdischen Wurzeln. And he said, this is the silence concerning your Hebrew roots. Und das ist das Schweigen zu Israel. And it's the silence towards Israel. So wie eure Väter und Großväter zur Zeit des Nationalsozialismus zu dem Tod und Deportation der Juden geschwiegen haben. So just like your fathers and grandfathers have remained silent at the time of the Nazis in the face of the death of 6 million Jews and their deportation. Da ist ein Schweigen in euch, das seit der Kirchengeschichte, von der frühen Kirche an bis heute in der Kirche ist. There is this silence within you today that's the same silence that has come right from the church fathers ever since the church split away from its Jewish roots. That's still in you today. Und das ist das Schweigen zu euren jüdischen Wurzeln. So it is the silence concerning your Hebrew roots. Und dann, Herr, wir lieben doch Israel. And then we said, oh, well, Lord, but we do love Israel. Und Herr, wir beten für Israel. And we pray for Israel. Und er hat gesagt, das reicht aber and nicht. The Lord says, well, that's not enough. Das ist nicht genug. Man muss es sehen können. It's not sufficient. You have to be able to tell when looking at you. Und er hat gesagt, Herr, was sollen wir tun? And then we said, well, Lord, what do you want us to do? Und der Herr bat uns um zwei Dinge. And the Lord asked us for two things. Das eine war sehr, sehr einfach. One thing was very, very simple. Da war Chanukka. It was the time of Chanukka. Und das ist jüdische Lichterfest. Which is the Jewish festival of lights. Und er sagte, ich möchte gerne, dass ihr jetzt auf die Straße, auf den Marktplatz geht. And the Lord spoke to us and said, I want you to go to your market square, to your street. Und dass ihr dort öffentlich das Chanukka feiert. And start celebrating Chanukka publicly. Und das war deutscher kalter Winter. And it was a German cold winter. Und so gingen wir raus. And we went outside. Unsere Tanzgruppe, Chanukka-Leuchter. And the dance team, the menorah, everything. Und wir, das war keine große Geschichte. And it wasn't a big thing. Und in dieser Zeit sagte der Heilige Geist zu mir. But during this time the Holy Spirit spoke to me. Sagte, ich möchte, dass jüdisches Leben jetzt in eurer Stadt willkommen heißt. And he said, I want you to welcome Jewish life in your city now. Und ich sprang auf so eine kleine Mauer drauf. So there was a little wall by my side and I stood on that. Und so ein paar hundert Leute standen ringsrum. There was only a few hundred people around. Und er sagte, und wir laden jetzt als Leib Jesu, als Gemeinde Jesu, jüdisches Leben in unsere Stadt ein. And so I just declared, as the body of Jesus, as the church, we invite Jewish life into our city again. Und als ich das tat, but when I did that, da passierte was im Himmel. Something happened in the heavenlies. Alles, was wir an Veränderung in unserer Stadt erlebt haben, all the changes, everything that changed after that. All das führe ich auf diesen einen Punkt zurück. All of this, I can trace it back to that one moment. Wir haben seitdem Transformation unserer Stadt erlebt. Since that time, we have seen transformation in our city. Die Verfolgung hörte auf. The persecution we faced, it stopped. Die Gleichgültigkeit hörte auf. The indifference stopped. Auf einmal öffnen sich die Türen zu der Obrigkeit, zum Bürgermeister. All of a sudden, the door started opening up to get an appointment with ein neuer Bürgermeister wurde gewählt. Then there were elections and they voted for a new mayor. Und der neue Bürgermeister hatte jüdische Wurzeln. And the new mayor also was of Jewish descent. Und auf einmal merkten wir, wenn wir auf die Straße gegangen sind. And all of a sudden we realized that when we went out to the streets again. Und das haben wir dann jede Woche gemacht. And that's something we did every week after that. Wir gingen auf die Leiter. We took a little step ladder. Wir lasen das Wort Gottes. And we would read from the Bible. Wir erzählten unsere Geschichten. Or we would share our stories. Vorher gingen die Leute vorbei. Before that people would just walk past us on the street. Und jetzt kamen die Leute und sagten, könnt ihr bitte nicht aufhören, aus der Bibel zu lesen? But now people would approach us and said, please do not stop reading from manche the Bible. Manche gaben uns sogar Geld. Bitte lest weiter aus some der Bibel. Some people would even offer us money, saying, please don't stop. Manche bekehrten sich. People started getting saved. Und einfach sagten, könnt ihr für Heilung beten? And others came and said, can you pray for healing? Die Türen öffneten sich für ein großes Gelände. And then the doors started opening up for us to get a big property. Wir bauten ein Zelt auf über die Gleise, worüber Juden deportiert wurden. And then we set up a huge tent on top of railroad tracks that had been used to deport Jews into concentration camps. Und so sahen wir, wie unsere Stadt anfing, sich zu verändern. And so we started seeing changes in our city. So, und das kann ich daraufhin zurückführen. And I can trace all of this back to this one moment. Und eine zweite Sache, worum der Herr uns bat. And the other thing the Lord asked us. Er sagte, gebt eure Band nach Israel. To do was take the band, a church band, and go to Israel. Und gebt mir ein Konzert, ohne dass irgendjemand zuhört. And play a concert for no audience. So gingen wir nach Beersheba. In the desert.
So we went to Beersheba. Direkt an dem Schwurbrunnen Abrahams. And we went to Abraham's well. Und wir beteten den König der Könige. And there we worshiped the King of Kings. Ohne irgendjemand dabei war. Nobody else around. Einfach in der Wüste für Simply ihn. A concert in the desert for Und während wir das taten, and while we did that, sagte der Herr zu uns, the Lord said to us, ich habe euch berufen, vertrocknete Quellen zu öffnen. I have called you to open up stopped up wells. Und da, wo die vertrockneten Quellen geöffnet werden, and where these wells have run dry, werden Städte und Nationen verändert. You open them, then cities and nations und daraus entstand der Marsch des Lebens. And this birthed the march of life. We remember not only those who were lost in the Holocaust, but those who fought for freedom, the rescuers who risked their lives and hid Jews underground, and our soldiers who fought and sacrificed in World War II. Visit www.marchofremembrancehouston.org for information on an event in your area. Hear Holocaust survivors, World War II veterans, and or their families share their experiences as victims and liberators. Rise up and march against today's anti-Semitism.